Ja, nach diesem, muss ich sagen, wirklich Klassenintro begrüße ich euch hier zu Train Simulator 2016. Und ich werde dieses Projekt nun öfters bringen, denn ich habe mir gestern ein paar Strecken und ein paar Züge gekauft, ja, also schon ein bisschen Geld investiert. Denn die Grundstrecken sind einfach bloß langweilig und irgendwann ist es ja auch, man möchte ja auch neue Landschaften und neue Züge fahren. Und ich habe mir schon etwas überlegt heute. Ja, wir fahren Hamburg nach Lübeck und nehmen die BR 145 an einem bedeckten Herbsttag und fahren einen Güterzug hin. Ja. Und die Dauer ist hier angegeben mit 40 Minuten, also weiß ich noch nicht so wirklich, ob das ein Video wird oder ob es ein Zweiteiler wird. Aber das werdet ihr dann sehen und ich würde einfach mal sagen, wir starten. Ja, das sind wir nun im Spiel. Der Fahrdienstleiter 118 irgendwas fährt gerade in Ahrensburg Gleis 4 ein. Sie warten hier, bis der Streckenblock wieder frei ist. Ihre Ladung soll heute Abend noch im Lübecker Hafen verladen werden. Alles klar. Oh, ich sehe hier gerade noch was. Ich habe die einfache Einstellung noch aktiviert. Ja. Könnten wir aber eigentlich mal ausschalten. So. Lassen wir mal so an. Ja, wir sehen hier gerade. Halt, das war falsch. Ups. Die 112 war. Ne, Quatsch, die 218er einfahren. Hier. Schön, schön. Wir schalten mal das Licht ein. Wunderbar. Da kommt noch ein Doppelstockwagen. Halt. Okay, funktioniert nicht so ganz. Ich habe mir nämlich ein paar Tutorials angeguckt, wie diese Steuerung hier funktioniert. Aber ich weiß immer noch nicht. Wenn ihr ein paar Tipps habt, zum Beispiel wie ich jetzt hier in der, wenn ich hier in der Außenkamera bin, wie ich dann zum Beispiel rumfliegen kann, ja? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wer ist denn? Nee. Damit kann ich ja schon ein bisschen lösen. Ja? Und wir begeben uns zu den Führerstand und müssen nun warten, bis der Streckenblock hier vor uns frei ist. Ja, denn die Güterzüge müssen immer warten. Was haben wir denn da noch? SOS. Da. Spannung, Oberstrom. Können wir mal ein bisschen Gas geben. Wir fahren rückwärts. Wieso fahren wir denn rückwärts? Holy shit. Okay, hiermit kann man die. Damit kann man die Richtung wechseln, alles klar. Aha. Ich habe da vorhin aus in die Richtung gewechselt. Ups. So. Hier links am Bildschirm sehen wir auch 16 Kilovolt. Ja klar, das ist die Hauptfisch. Oh, wir haben freie Fahrt. Ja. Hier sehen wir gerade, wir ziehen 450 Ampere gerade oben aus der Leitung.
mir jetzt Vollgas gebe, steckt so bis fast 600 Ampere. Ja. Muss ich dann in der nächsten Folge mal diese einfache Steuerung hier ausmachen, weil das ist ja scheiße, damit regle ich ja sozusagen Gas und Bremse auf einmal. Das will ich aber eigentlich nicht, ja. Denn ich möchte nämlich gern die Bremsen extra haben. Dann noch ein bisschen hupen, schön in der Nacht, dass die aufwecken, wenn die alle aufwacht. Jawohl, so muss es sein. Hier ist immer noch 60. Gib mal ein bisschen. Oh, es hat umgeschalten, alles klar. Wir haben freie Fahrt, das heißt, der Interregio ist, der quasi der Intercity ist schon etwas weiter weg. Aber echt scheiße, dass das. Ah. Dass das hier direkt über meiner Anzeige ist, wie viel ich fahren darf. Ja. Aber 160 ist auf jeden Fall schon mal nice. Kann ich eigentlich weiter hier mit 100 durchheizen? Und wir fahren nach Lübeck Hauptbahnhof. Und wir werden wahrscheinlich nirgends halten, erst wieder in Lübeck. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Hier kann man nochmal von außen schön betrachten. Unterm Baum. Ja, so ist besser. Da hören wir auch schön den Strom. Schön. Ah ne, von oben ist langweilig. Gehen wir lieber mal wieder in die Fahrerkabine. Oder Führerstandsansicht. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass die 145 gar nicht mal so viel Power hat, ja? Weil wir haben nicht allzu viel Wagen, muss man ja sagen. Hinten dran gehören, wenn man das mal so anguckt. Und habe ich jetzt die Kupplung gelöst, hoffentlich nicht. Ja, gut. Ich wollte eigentlich gucken, wie viel Wagen wir dran haben. Weil der Zug fährt gerade meines Erachtens nicht arg, also der hat nicht eine gute Übersetzung, finde ich jetzt. Gibt da deutlich bessere, aber wir sind hier natürlich im Güterzugbetrieb. Da muss man nicht so viel Gas geben. So, ich sehe hier hinten 60. Da könnte ich mal wieder ein bisschen runtergehen. Wir ziehen immer noch 100 Ampere da oben raus. Das ist krass. Okay, ich sehe, wir haben Halt als nächstes. Lieber Zug. Bist du mal langsamer? Bitte. Ich glaube, wir haben ja wieder freie Fahrt. Ja, Langsamfahrt, also mit 60. Und trotzdem mal etwas abbremsen. Ah, das heißt, der Intercity ist immer noch vor uns.
40? Warum ist denn hier 40? Okay, wir wechseln rüber. Also das hat jetzt niemand gesehen, dass hier 40 ist, ja, weil da steht kein Schild, dass 40 ist. Es ist gar nichts eigentlich. Woher soll ich jetzt wissen, dass da 40 ist? Warum fahren wir auf der falschen Seite? Können wir wieder Vollgas geben? Der beschleunigt so schlecht, habe ich das Gefühl. Kann man hier. Ah, jetzt. Ah, wir sehen uns selber. Juhu! So viele Wägen sind das doch nicht. Verstehe ich jetzt nicht. Und vor allem verstehe ich nicht, warum wir auf der falschen Seite fahren. Aber wahrscheinlich hat der Intercity irgendein, weiß ich, ein Problem, ein Motorproblem und wird wahrscheinlich gleich irgendwo auf der rechten Seite stehen. Was weiß denn ich? Kann alles vorkommen hier. Aber wenn das auch in Wirklichkeit so ist, dass die Züge hier auf der anderen Seite fahren, dann. Okay. Da vorne aber kein Gegenzug, oder? Das ist ein Bahnhof, hoffentlich. Ja, ich glaube, das ist ein Bahnhof, weil ich hatte gerade schon etwas Angst. Und hier kommt halt kein Signal. Die nächsten, wie weiß ich, wie viele Meter. Intercity ist auch nicht mehr zu sehen. Gucken wir uns doch den Zug gleich nochmal an. Ich möchte ihn gern von der Seite betrachten. So, jawohl. Nice. Also wenn ich richtig gezählt habe, waren das 9 Wägen. Ja, das ist ja im Güterverkehr nicht beträchtlich viel. Aber wir fahren hier schön gemütlich. Auf der linken Seite, ja, immer noch, muss es betonen, auf der linken Seite. Aber irgendwann müssen wir doch dem Intercity begegnen, oder? Gibt's ja nicht, dass er uns irgendwie wegfährt, weil der wird ja wahrscheinlich auch öfters halten. Was steht da? 20? Ne, 120. Uiuiui. Ich dachte gerade schon. Gehen wir mal auf 0. Oder auf minus 6 schon. Bremsen wir mal ein bisschen. Oh, ich hab Rot. Oh. Einfach mal kurz die Richtung umdrehen.
Bremsen. Wir haben gerade ein rotes Signal überfahren. Okay. Ich habe es eigentlich angestellt, dass ein rotes Signal das Szenario beendet. Also das wundert mich gerade. Okay. Hier fahren wir rüber. Ich sehe da vorne unsere Intercity. Nein, nicht bremsen. Aber mich wundert es immer noch, wir haben ein rotes Signal überfahren. Da steht eine 218. Machen wir mal auf 0. Okay, die steht da alleine. Ne, das sind auch Güterwägen, glaube ich. Leere Güterwägen, jawohl. Ich hab Rot! Bremsen, 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 bremsen. Bremsen. Bremsen, bitte, 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 bitte. Was ist das? Oh Gott, es ist grün. Oh, bitte. Alter. Ich habe jetzt gerade hier unten, ich habe gar nicht mal aufs Signal geguckt. Was ist denn das? Notbremse. Oh. Nee, das mache ich mal lieber nicht. Wie viel dürfen wir fahren? 120. Alter, da ist mir aber gerade wieder das Herz in die Hose gefahren. Ja, das Herz in die Hose gefahren. Weil diesmal dachte ich wirklich, dass das Szenario dann vorbei wäre. Da dachte ich wirklich gerade, das Szenario wäre vorbei. Aber das Spiel gibt uns noch eine Chance, ja. Hat das Signal auf grün gestellt. Und was ist jetzt? Liegt da vorne schon wieder Halt? Ich glaube, der Intercity ist immer noch vor uns. Wir haben schon wieder rot. Eieieiei. Und kannst du nicht ein bisschen schneller fahren? Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber hier hinten, das ist wahrscheinlich unser Signal. Und sobald das umschaltet, gebe ich wieder Vollgas. Ja? Ich glaube, ich muss eher abbremsen. Scheiße. Ich bremse mal lieber noch mehr. Also es ist halt eher eine gemütliche, langsame Fahrt nach Lübeck Hauptbahnhof, ja. Aber die Güterzüge müssen natürlich immer warten. Güter haben es ja nicht eilig. Yay, Vollgas.
Wehe, das nächste Signal ist auch wieder rot. Wehe, ich muss am nächsten Signal wieder bremsen. Dann gibt's Ärger, ne? Aber ich sehe hier die nächsten paar Kilometer kein Signal. Das finde ich sehr gut. Das heißt, der Intercity kann uns wahrscheinlich nicht auf die Eier gehen. Aber das nervt mich echt, dass das hier oben drüber ist. Das ist aber auch bloß bei der einfachen ein bisschen scheiße. Wo ist dein Vorsignal? Okay. Mal die Maus hier weg, die stört. Da vorne, ich sehe grün. Ist grün? Ich weiß nicht, ich kann sie nicht erkennen. Ich fahre mal ein bisschen runter. Ah, Minus brauchst nicht gehen. Es ist aber auch schwer zu erkennen, ob es jetzt grün oder gelb ist. Oh, ich glaube, das ist ein Bahnhof. Ich glaube, das ist der Rheinfeld in Holstein. Aber ich glaube, der zeigt grün im Vergleich zum rechten, zum linken. Ah ja, der zeigt grün. Ups, halt nicht bremsen. Er zeigt grün. Fahren wir mal wieder ein bisschen runter. Ja, nicht, dass wir irgendwann mal hinten in den Intercity reinrasen. Okay, ich habe da vorne rot, das heißt, wir bremsen schon mal. Okay, was ist denn das? Was ist denn das links für eine Logik? Da ist noch ein Vorsignal und da ist schon das Hauptsignal. Hä? Was ist denn das für eine Logik? Sind wir nun in der Rheinfeld? Okay, das ist aber schlimm, das ist hier in der Kurve. Ah, da steht ein. Ah, wir haben immer noch Rot. Was steht da? Ne, 101? Oder was ist das? Mit Intercity-Wagen? Ne, das ist auch eine 145. Ja, das ist glaube ich auch nur 145. Duden da. Oh, wir haben grün. Glaube, nun weiß ich auch, warum die Strecke als Mittel angegeben wird, also Schwierigkeit Mittel. Denn man muss dauerhaft bremsen, wieder Gas geben und bremsen und Gas geben. Puh, ja, also man muss viel auf Vorsignale achten. Und man muss. Na, okay, das habe ich jetzt nicht an. Also ich habe jetzt nicht an, dass mir angezeigt wird, was das nächste Signal zeigt. Aber das kann man auch irgendwo noch anstellen. Muss ich mich nochmal in Google ein bisschen schlau machen.
Aber wir beschleunigen hier erstmal wieder in 2,5 Kilometer. Hoffentlich zeigt das grün. Ja. Hoffentlich. Ich gebe jetzt schon mal kein Gas mehr. Da gibt es 100, können wir beschleunigen. Mal runter auf 4%. Bisschen mehr, 15. Und rot, oder? Ja. Oh. Uhure, Alter. Ist ja schlimm als wieder Zuglokführer, ja. Das Signal kommt schon davon, habe ich gesehen. Weil man weiß halt nicht, wo die Strecke ist, man weiß nicht, wo das nächste Signal ist. Ah, doch, davon, ich sehe es. Ja, ist in Ordnung, Bremse. Aber ich glaube, ich bremse mal lieber ein bisschen. Okay. Gerade eben, wenn man bremst, wird das Signal natürlich grün. Was denn auch sonst, ja? Hier über Lübeck Hauptbahnhof, dann werden wir wahrscheinlich da in 11 Kilometer noch 10 Minuten. Also werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen bremsen müssen, ne? Aber ich denke mal, der Intercity fährt ja gemütlich vor uns daher. Da müsste es eigentlich keine Probleme jetzt mehr geben, weil, wie gesagt, in 10 Kilometer kommt ja auch schon Lübeck. Aber ich glaube, ich beschleunige trotzdem. Soll ich auf 120 beschleunigen? Ja, ich glaube, 100 reicht ja auch erstmal. Okay, hier haben wir Schienenüberhöhung drin. Das ist interessant, weil vorhin hatte ich das Gefühl, da ist nicht drin. Ganz am Anfang der Strecke. Könnten ruhig mal ein paar mehr Signale hier reinsetzen, damit ein bisschen mehr Verkehr auch auf der Strecke ist. Ist ja immerhin zweispurig. Jetzt bin ich gespannt, was das Vorsignal sagt. Ich sehe eine grüne Lampe, das ist schon mal gut. Ich sehe ein grünes Leuchten in der Ferne. Ah ne, so fern ist er gar nicht mehr. Da vorne ist dann auch wieder ein Bahnhof. Oder? Irgendwas beleuchtet. Oh, auf jeden Fall irgendwas beleuchtet. 90 dürfen wir da noch fahren, okay.
haben wir fast schon. Jeden Freitag? Wann dürfen, wann ist das? Na gut, wir werden ja das Vorsignal sehen. Ist rot? Nee, grün. Ich muss mich mal richtig hinhocken, ich sehe das gar nicht. Oh, 90 haben wir. Nee, das zeigt rot. Oh. Das zeigt ja rot. Und wann ist das nächste Signal? Und 700 Meter. Oh, das ist aber in der Kurve, das ist richtig fies. Das ist auf Rot. Das linke ist auf Grün. Warum ist denn das linke auf Grün? Da wirklich noch zwei Vorsignale vor dem Ding. Okay, warten wir hier halt mal. Gott, ich frage mich aber, warum das linke grün leuchtet. Ja, können wir noch ein bisschen. Ich wollte gar nicht nach hinten. Vor allem, was mich wundert, ist das Zeichen. Das heißt, das bedeutet eigentlich, dass ein Spurwechsel getätigt wird. Ja. Können wir mal langsam Gas geben? Aber ich werde trotzdem noch mal kurz warten. Vielleicht ist es ja bloß ein Bug oder ich habe keine Ahnung.
Das linke ist auf grün. Wurde das irgendwie verwechselt oder? Ich glaube, ich gebe da mal ein bisschen Gas. Weil dass das linke grün zeigt, ist für mich eigentlich unlogisch. Ja? Denn wir sind hier in Deutschland, da fährt man nicht links. Hoffen wir mal, dass alles gut geht. Okay. War anscheinend das falsche Signal ausgewählt. Also, das ist mir irgendwie schon zweimal aufgefallen jetzt. Wir sind schon zweimal durch rote Signale durchgefahren. Und es hat eigentlich keinen Schaden für uns gemacht. Also wir wurden sozusagen nicht gefeuert, kann man so sagen. Aber hier auf jeden Fall 60 sehen wir hier an dem Schild. Oh, das haben wir noch nicht, das haben wir noch nicht mal erreicht. Aber man sieht, wir nähern uns Lübeck. Denn die Gleise werden auch mehr. Ein bisschen runter. Lübeck wahrscheinlich ein großer Umschlagsplatz für Güter. Oh, rot. Okay, das ist glaube ich wieder ein Fehler. Aber wir können trotzdem mal bremsen. Aber ich glaube, das ist genauso wieder ein Gleisfehler. Also, dass das Signal da auf der falschen Seite steht. Oh, hier rechts, alles klar. Wo kann ich denn noch mal? Ah ja, genau. Gehe über Lübeck Hauptbahnhof. Das war F1, alles klar. Wir schalten mal in Nullstellung. Oder 1% Vorschub machen wir noch. Okay, es zeigt mir. Langsamfahrt 50. Okay. Soll das bedeuten, denke ich mal. Aber normalerweise Langsamfahrt gelb blinkend. Deshalb hat mich das gerade ein bisschen gewundert. Falsche Richtung.
Wenn wir 50 fahren dürfen, fahren wir aber natürlich auch 50. Nachts ist natürlich nichts los hier auf den Bahnhöfen. Da kann man schön durchfahren. Wir gehen wieder in den Führerstand. So, 1%. Wir haben grün, denke ich mal. Jawohl, 40. War aber nicht angekündigt. Stellung. Wo müssen wir dann halten? Da hinten, alles klar. Ach, links unten sehen wir es ja auch, in 800 Metern. Wir ja mal ein bisschen bremsen. Und dann muss ich wahrscheinlich vorfahren bis zum Signal. Kann ich mir denken, was bei Train Fever immer. Da vorne steht was. Okay, muss das jetzt noch ankoppeln oder was? Okay. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier ankurbeln. Welches war denn die? Hier genau. Der fährt ja. Warum fährt er denn? War doch nicht weg von mir. So, was ist nun? Muss ich umsetzen oder wo muss ich denn hin? Ich muss aufs Nebengleis?
Warum hat mich das Spiel auf das falsche Gleis geschickt? Muss. Ja, halt, fahr mal weiter zurück. Ich muss das Signal herstellen, aber warum muss ich das denn? Weiche gesperrt. Seit wann muss man hier selber? Gesperrt. Ich blick's gerade gar nicht mehr. Eiche gesperrt. Eiche gesperrt. Okay, sowas hatte ich echt auch noch nie, Leute. Ich habe keine Ahnung, was das gerade ist. Ich habe keine Ahnung, warum uns das Spiel hier drauf schickt. Oh, bremsen, 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 bremsen. Bremsen, 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 bremsen. Super.
Ja gut, Leute, ich habe keine Ahnung, was das war. Warum wir plötzlich auf dem falschen Gleis sind? Null von null sind, ne? Okay, gut. Das war's, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.